Der Mensch ist bekanntlich ein Herdentier und neigt dazu, das zu tun, was alle anderen tun. Und das gilt auch und vielleicht sogar insbesondere für die Wall Street. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Alle sind rein in Big Tech, in eine Apple, in den KI-Wahnsinn von Nvidia, in Google, weil die haben ja auch KI mit Bard und so weiter und so fort. Alle haben das gemacht aus vorwiegend zwei Gründen. Erstens hat man gedacht, naja, das ist so eine Art sicherer Hafen vor dieser Bankenkrise. Zweitens hat man gedacht, naja, wenn eine Rezession kommt, dann sind das ja auch sichere Häfen, was ich nie als Argument verstanden habe, denn wenn eine Rezession kommt, dann kaufen die Leute weniger iPhones, das macht über 50% des Umsatzes von Apple, oder Werbetreibende treiben weniger Werbung, das sieht man immer wieder in Rezessionen, das wäre zum Beispiel schlecht für die Umsätze, Werbeumsätze von Google, also diese Erzählung habe ich nie kapiert, aber sei es drum, das war die Motivation, aber jetzt kommen wir an eine Grenze, wo diese Werte so teuer sind, dass es schon quietscht und andere Aktien verprügelt wurden, die jetzt nicht mehr so teuer sind, und so könnten wir bald eine ziemlich große Rotation raus aus diesen großen Tech-Aktien sehen, rein in andere Segmente, denn an der Wall Street heißt es selten raus aus allem, sondern das heißt meistens raus aus da, und das machen dann alle gleichzeitig und dann gleichzeitig irgendwo rein in was anderes. Das ist das beliebte Spiel an der Wall Street. Schauen wir uns mal die heutige Heatmap an, dann sehen wir ein paar Dickfische wie Microsoft, wie Apple, wie Google jetzt mal ausnahmsweise im Minus, auch Nvidia, okay, Amazon, Tesla und Meta sind im Plus, aber wenn wir uns mal die Indizes anschauen, sehen wir Dow Jones mehr oder weniger unverändert. Nasdaq 100, überraschenderweise der schwächste Index, das war ja der Highflyer der letzten Wochen, weil eben Big Tech hier besonders konzentriert ist, und wir sehen den Russell 2000, diesen Nebenwerteindex mit den 2000 Werten, wie der Name schon sagt, in dem viel Finanzwerte sind, auch diese Regionalbanken, die ja so stark verprügelt wurden. Und wir sehen, der ist fast 1% im Plus. Also hier scheint schon etwas zu passieren in dieser Richtung. Und vielleicht ist das kein Zufall, wenn wir uns mal anschauen, die Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung in Relation zu Umsatz. Und hier sehen wir, dass die Leute eben in die teuersten Aktien reinströmen, eben in eine Microsoft mit einem Price-to-Sales-Ratio, also Kurs zu Umsatz von über 11, Apple über 7, auch Google nicht billig, Nvidia ist schon jenseits des Mars in dieser Hinsicht, also das sind die teuersten Aktien, andere Aktien sind da überhaupt nicht so teuer. Und wenn ich davon spreche, dass wir eine Übertreibung an der Wall Street haben, dann meine ich besonders eben diese dicken Tech-Aktien aus dem Nasdaq, die dann wiederum, weil sie eben in anderen Indizes wie dem S&P 500 enthalten sind, ebenso marktschwer sind, dass sie die Indizes mit nach oben gezogen haben. Und hier von Subramanian, dieser Dame von Bank of America, sehen wir folgende Äußerung, die ich hochinteressant finde. Die Investoren, die sind müde, die ganze Zeit auf die Rezession zu warten, denn das hat sie dazu verleitet, in die vermeintliche Sicherheit von Big Tech zu fliehen, und sie fragen sich, wann man wieder Aktien kaufen kann. Naja, das haben sie ja schon ein bisschen gemacht. Wir haben uns für eine Rezession positioniert seit 6 Quartalen und sind meistens in defensiven Werten engagiert. Nun ja, wenn Big Tech defensiv ist, okay, aber Big Tech ist zyklisch, wie ich versucht habe schon mehrfach zu zeigen. Hier sehen wir mal die Weekly Flows, also was da an Geldeingängen passiert ist. Nach wie vor Tech, natürlich die ganz große Hausnummer, so wenige Aktien wie seit 1999 outperformen den S&P 500. Das alles ist diese Klumpenbildung mit anschließendem Klumpenrisiko, und jetzt haben wir eben die Situation, dass diese wenigen Tech-Aktien so stark gestiegen sind. Aber insgesamt der Index dann, sowohl vor allem der Nasdaq, aber auch etwa der S&P, deutlich gestiegen sind, aber so wenige Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, sodass sich da eine dicke Lücke aufgemacht hat zwischen diesen Aktien, die über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln, und dem Indexstand selbst. Und als wir das letzte Mal erlebt haben, dann ging es ziemlich stark nach unten. Wird es diesmal auch so sein? Da ist eben die Frage, wo ist denn da überhaupt noch Fantasie möglich bei diesen Tech-Aktien? Insgesamt gilt, und das gilt vor allem für die großen Aktien, sind die Risikoprämien auf dem niedrigsten Stand seit 2008.
Und das bedeutet, das, was ich an Rendite erwarten kann in den nächsten Jahren, ist eher bescheiden. Solche Phasen können lange anhalten, gar keine Frage, aber nicht ewig. Zumal wir jetzt immer mehr Widersprüche sehen zwischen weiter steigenden Renditen und weiter steigendem Dollar und auf der anderen Seite eben dieser Tech-Hosse. Und sowohl steigende Renditen sind eigentlich schlecht für große Tech-Werte, denn die sind zinssensitiv. Hatte ich schon mehrfach erklärt, warum, weil eben zukünftige in Cashflows abdiskontierte werden und auf der anderen Seite sind diese großen Tech-Player ja besonders im Ausland engagiert und wenn der Dollar stark ist und Apple oder Google sind zum Beispiel in Europa aktiv, dann verdienen sie zwar Euros in Europa, aber sie bekommen dafür weniger Dollars, dadurch schrumpfen faktisch ihre Umsätze. Also, so richtig Sinn macht das nicht. Wir sehen heute die 30-jährige Anleiherendite das erste Mal seit März wieder auf 4% gestiegen. Wir sehen die Dividendenrendite des S&P 500 dagegen unter 1,65%. Und du kriegst ja jetzt schon zum Beispiel für eine 6-monatige Anleihe, kriegst du 5,3%. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, da ist jetzt dieses ganze Theater um die Schuldenobergrenze noch vielleicht ein Punkt, aber diese Renditen sind ja vorher schon so stark angestiegen, weil eben immer klarer zu werden scheint, dass die Fed zumindest jetzt erstmal nicht dran denkt, die Zinsen anzuheben. Und noch vor, ich sag mal, 2 Wochen war es so, dass im Juli bereits die Märkte eingepreist hatten, dass die Fed das erste Mal die Zinsen senken wird. Das war aufgrund der Bankenkrise vor allem. Und wenn wir uns da mal eine Apple anschauen in Relation zum S&P 500, dann sind wir auf dem höchsten Stand seit 2020, der höchste Stand ever, by the way. 2020 aber war Nullzinsepolitik, da war massig Liquidität im Markt. Jetzt haben wir Zinsen von über 5% und eigentlich Liquiditätsentzug durch die Bilanzreduzierung der Fed, die zwischenzeitlich durch die Bankenkrise unterbrochen war, als die US-Notenbank Liquidität für Banken bereitstellte, um die abgeflossenen Gelder bei diesen Banken, Kundengelder zu ersetzen. Aber dennoch, Long Big Tech ist der most crowded trade mit Abstand gewesen, sowohl im Mai als auch im April. Also da sind alle dabei, da wollen alle rein. Hurra, es ist ja nur ein bisschen teuer. Und wenn wir uns mal die sogenannte Adjusted Price Earnings Ratio anschauen, also die saisonal adjustierte Kursgewinnverhältnisse, dann sind wir jetzt wieder wie im Mitte 2020, eben zu einer Zeit, als Corona war, die Notenbanken dann die Zinsen flugs auf Null gesenkt hatten, Helikopterschecks kamen, massig Liquidität in die Märkte geschwemmt wurden und ich sehe diese Liquidität eigentlich nicht. Das heißt, das macht auch von der Seite her keinen Sinn. Jetzt haben wir natürlich noch dieses wunderbare Drama um die Schuldenobergrenze, Straight Out of Money, Coming June 1st, der neue Film mit Janet Yellen in der Hauptrolle. Jetzt treffen sich aktuell, jetzt wo ich das Video mache, sind die Herrschaften noch in Verhandlungen, Demokraten und Republikaner, Biden, McCarthy und die Delegierten. Und McCarthy von den Republikanern hat gesagt, man sei überhaupt nicht nahe an einem Deal. Und Jeffries von den Demokraten sagt, wir haben nicht viele Fortschritte gemacht. Hieß es nicht kürzlich noch, ja, wir können am Wochenende schon einen Deal haben. Das war doch das, was die Märkte dann zwischenzeitlich gefeiert haben. McCarthy wiederum, der Republikaner, sagte dann, ja, wir könnten es doch noch schaffen bis zum 1. Juni. Was? Wir könnten es noch schaffen bis zum 1. Juni? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dann ja erstmal abgestimmt werden muss im Kongress. Das heißt, sowohl Senat als auch das Abgeordnetenhaus muss dann abstimmen, da muss sich eine Mehrheit jeweils finden, aber jetzt sind die Parteien ja in sich gespalten. Da ist sicherlich nicht zu erwarten, dass das ganz glatt durchgeht. Hier jetzt dann auch ein Bericht der Washington Post, dass das Finanzministerium unter Janet Yellen bereits angefragt hat bei staatlichen Stellen, ob man bestimmte Zahlungen nicht hinauszögern könne, damit eben die gute Janet Yellen länger noch liquide bleibt. Gewissermaßen. Das zeigt schon, wie ernst die Situation ist. Man bereitet also den Worst Case vor, zumal ja jemand wie Trump versucht, auf die Republikaner verstärkt Einfluss zu nehmen und sagt, also die Demokraten haben uns so schlecht behandelt,
Da werden wir jetzt eben auch mal zeigen, wie wir drauf sind. Wir werden uns rächen. Das ist praktisch auch so eine Art Rachemotiv. Aber Trump hat natürlich immensen Einfluss nach wie vor bei den Republikanern. Und hier Aussagen von einem Insider, der über dieses Treffen der Republikaner schreibt, der sagt, hier, McCarthy hat alle aufgefordert, an einem Strang zu ziehen. Wir sind weit, weit entfernt von einem Deal. Ich habe dem Präsidenten drei Dinge gesagt. Kein Clean Debt Limit, also praktisch ohne Voraussetzung einfach mal die Schuldenobergrenze anheben. Das ist ja das, was die Märkte sich erhoffen. Naja, die werden einfach sagen, wir heben das mal an. Keine Steueranhebungen und weniger Geld ausgeben. Das sind die drei roten Linien der Republikaner. Und dann lobt er die zwei Verhandlungsführer der Republikaner, Garrett Graves und Patrick McHenry. Und davor, so heißt es, wollten die überhaupt nicht verhandeln. Und dann hat man einen Film gezeigt, Ausschnitte gezeigt, Kameraaufnahmen gezeigt von Schumer und Biden, die gesagt haben, nee, wir wollen nicht verhandeln. Also die Dinge sind noch sehr, sehr weit auseinander und die Märkte werden perspektivisch nervöser werden, wenn da jetzt nicht wirklich Substanzielles passiert. Aber selbst wenn es passiert, nämlich wenn die Schuldengrenze angehoben wird, wie auch immer mit was für einem Deal, dann würde das bedeuten, dass Janet Yellen mal eben 1,2 Billionen in relativ kurzer Zeit an Anleihen emittiert. Die muss jemand kaufen. Die Banken, wie eine Analyse zeigt, haben da wenig Interesse, das zu kaufen. Das kommt eher aus der Privatwirtschaft oder von privaten Haushalten, wie die Dinge hier zeigen. Und als wir das letzte Mal eine solche massive Emission von Anleihe hatten, sind die Aktienmärkte gefallen, weil dann eine Konkurrenz wieder entsteht, eine Liquiditätskonkurrenz. Das heißt, es fließt Geld in diese Anleihen und nicht mehr in die Aktienmärkte tendenziell. Also das nur mal am Rande, dass das wahrscheinlich, wie ich schon mal getitelt habe, ein Buy the Rumor, Sell the Fact Event wäre. Und wir werden eine ganz dicke Rallye sehen, das haben wir ja oft gehört, wenn es diese Vereinbarung gibt zwischen Demokraten und Republikanern, etwa Jim Cramer hat das gesagt, aber gucken wir uns mal an, mit welcher Stimmung die Märkte eigentlich in diese Situation kommen, nämlich mit absoluter Gier, fast schon extremer Gier, wenn man dem Fear and Greed Index glaubt. Keiner geht davon aus, dass die Sache hässlich werden könnte, aber die Republikaner haben durchaus ein Incentive, haben einen Grund, indem sie sagen, hey, wir wollen das Wohl der Amerikaner schützen, die Demokraten, die hauen die Kohle auf den Kopf, die machen einen Unsinn nach dem anderen, wir wollen da nicht mitmachen, Trump wird das Seine dazu tun, diese Haltung zu bestärken, dementsprechend wird die ganze Geschichte aus meiner Sicht noch ziemlich heiß, aber heiß ist derzeit teilweise auch der Dienstleistungssektor in der Wirtschaft. Wir haben jetzt, und das gilt für Zahlen, die wir aus Europa, aus Deutschland gesehen haben, eine komplette Zweiteilung, eine Dichotomie, wie hier S&P Global schreibt, die diese Daten erhebt, zwischen dem Dienstleistungssektor, der super läuft, und der Industrie, die überhaupt nicht gut läuft, vor allem nicht in Deutschland, aber auch nicht in den USA. Insgesamt dann die Einkaufsmanager-Indizes besser in der Gesamtzahl, weil eben der Dienstleistungssektor so boomt. Hier spricht man zum Beispiel auch von einer Gierflation. Die Dienstleister sind es, die dieses inflationäre Moment generieren und ihre Preise anheben, weil sie es können, weil die Leute scheinbar noch bereit sind, es zu bezahlen. Hier spricht man dann auch von bei S&P Global. Übrigens davon, dass der Job Growth has accelerated und weil eben die Nachfrage so groß ist, dementsprechend versuchen die Dienstleistungsunternehmen diese Nachfrage zu bedienen, stellen Leute ein, das wiederum schafft Lohndruck, die müssen den Leuten mehr zahlen und das genau ist doch das Problem der Fed. Sie wollen die Nachfrage nach unten kriegen, das schaffen sie aber bisher nicht und das würden sie schon dreimal nicht schaffen, wenn sie die Zinsen senken und das schaffen sie auch nicht, wenn die Aktienmärkte weiter nach oben steigen, denn dann sind die Leute auf dem Papier reicher, die Depots sind üppig, dann gehe ich mal ein bisschen mehr essen, kaufe mir vielleicht das neueste technische Gerät. Und dementsprechend wirken im Prinzip die Aktienmärkte gegen diese ganze Geschichte, aber die Dinge sind komplex, die sind widersprüchlich. Wir sehen zum Beispiel am Hausmarkt weiter die Dinge sehr, sehr schwierig. So sind etwa die Preise für neue Häuser jetzt um 7,7% im Median gefallen zum Vormonat, sodass ein neues Haus nur noch 420.000 Dollar im Median kostet. Und wir sehen auch, dass autorisierte Housing Units, also praktisch
die Baugenehmigungen, dass die dramatisch zurückgehen. Normalerweise passiert das vor einer Rezession, aber diese Rezession wird eben durch zwei Dinge erstmal verhindert. Erstens durch den Service-Sektor, durch den Dienstleistungssektor, der nach wie vor boomt, und zweitens dann eben durch die Reste von Liquidität aus diesen Stimuluszeiten und der Nullzinspolitik. Dennoch, die Party bei Gewerbeimmobilien ist jetzt wieder vorbei. Hier haben wir nach dem heftigen Sell-off hier etwa von Anleihen aus diesem Sektor Gewerbeimmobilien haben wir jetzt wieder einen scharfen Abverkauf. Das wird dann wieder ein Problem für die Regionalbanken, die ja zu 70% diesen Sektor finanzieren. Aber ich hatte vorhin auch von Deutschland gesprochen. Schauen Sie sich das mal an. Der Index für die Industrie bei 42, alles unter 50 ist Schrumpfung. Also es geht weiter nach unten. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für die Eurozone, wenngleich in abgeschwächter Form. Also die deutsche Industrie ist tief in einer Rezession, und jetzt ist es ja so, dass wir sehr viele Klimakleber haben und sehr viele Genderbeauftragte, aber offenkundig immer weniger Leute, die arbeiten wollen. Wir sehen hier die Deutschen im Vergleich zu Spaniern, Franzosen, Briten, Italienern und den Amis mit den wenigsten Arbeitsstunden im Jahr. Hups, da ist also diese deutsche Mentalität, die es früher mal gab, als Klischee: die Deutschen sind zuverlässig, die Deutschen sind extrem fleißig und arbeiten sehr viel, sehen den Sinn ihres Lebens im Arbeiten. Davon ist nicht mehr viel zu sehen, und von nichts kommt nichts. Wenn der Wohlstand verteidigt werden soll, dann muss man halt auch mal ein bisschen anpacken. Aber wer gerne sich anklebt, arbeitet weniger und lebt gerne von dem Geld der Eltern, die diesen ganzen Wahnsinn noch finanzieren. Und vielleicht geht es denen gar nicht so wirklich großartig um diese ganze Klimageschichte, denn das sind ja Menschen, die sagen, ja, Hauptsache wir schalten Atomkraft ab und Hauptsache wir haben Tempo 100 auf den Autobahnen, was faktisch nichts bringt. Auch die Wärmepumpen bringen in Relation zu dem, was man an CO2 hätte einsparen können, wenn man die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet und dafür die Kohlekraftwerke raufgefahren hätte. Also irgendwie macht das ja alles keinen Sinn. Es geht ihnen vielleicht um eine andere Gesellschaftsform und eine eher sozialistische Gesellschaftsform. So eine Art grüner Sozialismus mit: das darfst du, das darfst du nicht, wir schalten dir mal eben dein Auto ab, weil wir es können, denn du kannst dein Auto nur noch aufladen, wenn mal gerade genug Strom da ist. Die deutschen Stromnetze für diese totale Elektrifizierung, die geplant ist, sind überhaupt nicht geeignet. Jetzt abschließend, meine Damen und Herren, 4 Empfehlungen, 3 von Finanzmarktwelt und eine sozusagen externe, die ich Ihnen geben möchte. Also heute ein bisschen Hausaufgaben. Martin Sonneborn über den Skandal von Ursula von der Leyen mit Pfizer. Man berichtet hier kaum drüber, aber das ist ein aus meiner Sicht absoluter Skandal. Martin Sonneborn, der Satiriker, der aber auch im EU-Parlament sitzt, zeigt, was da alles abgelaufen ist. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. André Stagge hat sich ein paar Charts angeguckt, ehemaliger Fondsmanager, ja, und sagt, diese Charts, die sind besorgniserregend, erinnert an 2007. Auch sehr, sehr interessant und nicht weniger interessant, meine Damen und Herren, warum China dramatisch schrumpft. Dilemma mit der Demografie: die Chinesen heiraten immer weniger, es gibt immer weniger Hochzeiten, immer weniger Geburten. Die Großstädte schrumpfen, wie soll da Wachstum herkommen, auf dem unser Wohlstand ja ein Stück weit gerade in Deutschland basierte, weil die Chinesen uns beliefert haben, aber wir eben auch die Chinesen beliefert haben. Und jetzt sehen wir, dass hier dramatische Einbrüche jetzt in den letzten Zahlen zu erkennen sind. Das liegt an vielerlei Dingen. Wenn du ein Mann bist, dann musst du eine Wohnung haben, wenn du heiraten willst. Aber wie willst du dir eine Wohnung leisten? Also das ist auch ein kulturelles Problem oder ein gesellschaftliches Problem. Das ist die dritte Empfehlung, unbedingt lesen. Genauso wie diesen Fremdartikel von Yi Fuxian, der eben mit Verweis auf die Demografie in China sagt, das chinesische Jahrhundert ist bereits vorbei. China wird dramatische Einbrüche erleben und wird diese ganzen Hoffnungen, die man sich macht, nicht erfüllen können. Also diese 4 Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.